In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, was Matplotlib ist für Python. Matplotlib ist einer der vielen verschiedenen Modulen oder Bibliotheken für Python und wahrscheinlich die Bibliothek, die man als erstes benutzen würde, wenn man irgendetwas visualisieren möchte. Das heißt, sehr oft, wenn man Daten irgendwie verwalten möchte oder irgendwelche Berechnungen anstellt, am Ende möchte man diese Ergebnisse tatsächlich visualisieren. Also es ist eine schöne Grafik mit verschiedenen in einem Koordinatensystem, mit Bezeichnungen, mit Legende und so weiter und so fort. Und dafür nutzt man eben Matplotlib. Um Ihnen ganz genau zu zeigen, was es ist, wollte ich Ihnen einfach ein kleines Beispiel machen. Und in den späteren Videos werden wir uns mit den Einzelheiten beschäftigen und welche Funktion, welche Möglichkeit man in Matplotlib hat. Hier habe ich einen sehr minimalistischen Code bereits, der mir NumPy importiert und eine Liste, ein Array eigentlich, ein NumPy-Array aus zufälligen Zahlen erzeugt. Nehmen wir doch mal an, ich möchte sie jetzt nicht einfach so drucken, so wie wir es bis jetzt gemacht haben, sondern ich möchte diese Zahlen visualisieren. Ich möchte eine Grafik haben, die mir alle diese Zahlen anzeigt. Wie mache ich das? Erstens brauche ich die Matplotlib zu importieren. Und zwar importiert man nicht die komplette Matplotlib, sondern nur einen Teil davon, das nennt sich PyPlot. Und dann sage ich auch SPL, wie Plot. So, was brauche ich dafür? Ich muss eine sogenannte Figure erzeugen. Das ist auf Deutsch, gibt es nicht keine richtig gute Übersetzung. Figur ist irgendwie was anderes, ein Graphen vielleicht. Machen wir Figure draus. Dafür brauche ich einfach die Funktion Figure aufzurufen. Und danach in diese Figure, das erkläre ich Ihnen auch schon alles später, muss ich eine sogenannte Axis erzeugen. Eine Axis bezieht sich auf ein bestimmtes Plot, also auf eine bestimmte Grafik dann. Dafür muss ich in der Figure add subplot 111, das erkläre ich Ihnen auch später, was das alles ist. Und dann ist es eigentlich total einfach. Ich muss einfach sagen xplot und zwar axplot, Moment, Entschuldigung, und zwar diese zufällige Zahlen, Array aus zufälligen Zahlen x. Und am Ende muss ich diese Figur einfach sozusagen anzeigen lassen. Dafür brauche ich Figure Show. Wenn ich das jetzt ausführe, dann ist irgendetwas Neues hier rausgekommen. Und zwar ein kompletter Graphen. Und dieser Graphen hier zeigt mir meine 100 Zahlen. Hier sieht man sie auch ganz schön von 0 bis 100. Und die genauen Werte von diesen zufälligen Zahlen, die ich mit dieser Random-Funktion davor erzeugt habe. Das ist Matplotlib und wie Sie sehen, es kostet mir ein paar Zeilen, bevor ich meine Daten visualisieren kann. Das ist super für Berichte, das ist super für Hausaufgaben, das ist super für wissenschaftliche Publikationen, wo ich alle meine Daten natürlich irgendwie präsentieren muss. Da ist es ein absolutes No-Go, die Daten einfach so reinzupressen in einer Tabelle oder so weiter. Die müssen immer visualisiert werden und es ist tatsächlich die Bibliothek der Wahl, die erste Wahl, wenn man mit solchen Visualisierungen anfängt. Matplotlib hat sehr viele Funktionen, davon werden wir natürlich in unseren Videos nur ein paar kennenlernen. Aber die Dokumentation online, die zeige ich Ihnen ganz kurz. Die Dokumentation online sieht dann so aus bei Matplotlib und es gibt zwar auch Tutorials hier, die ich persönlich nicht so super finde, aber was total gut ist, sind die Examples, also die Beispiele. Und viele von den Leuten, die ich kenne, die sagen auch, wenn ich einen bestimmten Graphen brauche, dann gehe ich zu diesen Beispielen, suche ich mir genau den aus, der genauso habe ich es mir jetzt vorgestellt, dass meiner aussehen soll. Sie sehen hier, wie viele verschiedene es gibt. Dann gehe ich eben auf dieses Beispiel und dort ist es nicht nur erklärt, wie ich es mache, sondern es ist tatsächlich auch da genau, wie ich es mache. Denn es ist nicht ganz trivial, das alles so einzustellen. In den nächsten Videos werden wir uns aber mit ein paar grundlegenden Grafiken und Plots hier auseinandersetzen, damit Sie prinzipiell wissen, was die Möglichkeiten von Matplotlib sind und damit Sie Ihre eigenen Daten auch plotten können. Dankeschön.